Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihre Vollversammlung in Münster begonnen. Sie will einen neuen Vorsitzenden wählen. Vor der Wahl wollen die Bischöfe am Dienstag 2,5 Stunden lang die Lage der Kirche beraten. Das kündigte der Vorsitzende Erzbischof Robert Zollitsch an. Das Ziel der Aussprache? Es geht jetzt nicht darum, ein Profil des neuen Vorsitzenden zu entwerfen oder ihn gar nun mit weiß Gott wie vielen Aufgaben von vornherein zu belasten, sondern einfach diese Gemeinsamkeit viel stärker zu entdecken, die Gemeinsamkeit der Bischofskonferenz, wie wir uns in Solidarität miteinander auf den Weg machen für die nächsten Jahre. Die Bischöfe wollen auch über wiederverheiratete Geschiedene sprechen. Sie wollen einen Text einreichen, der bei der Weltbischofssynode zum Thema Familie im Oktober beraten werden soll. Der Papst, davon überzeugt, wartet darauf. Er will, dass wir mitdenken, hat deswegen auch die Sondersynode anberufen und die zweite Synode. Und er will, dass wir mitdenken. Wenn auch der Text in Münster noch nicht fertig wird. Erst nach der Diskussion bei der Vollversammlung wollen die deutschen Bischöfe ihren Beitrag endgültig formulieren. Keine Entscheidung erwartet Zollitsch im Fall Limburg. Der Prüfbericht zu den Baukosten des Bischofshauses liegt inzwischen in Rom. Und da tut sich in diesen Tagen nichts. Jetzt in dieser Woche sind die Leute, die in der Kurie arbeiten, in Exerzitien. Aber ich hoffe, dass dann die Entscheidung nicht zu lange auf sich warten lässt. Die Bischöfe nehmen Limburg aber zum Anlass, erneut über Kirchenfinanzen nachzudenken. Die Bistumshaushalte sind längst öffentlich. Aber so viel Transparenz genügt ihnen nicht. Wir suchen nach einem Weg, wie wir auch das sonstige Vermögen so darstellen können, dass es auch verstanden wird. Wir haben drüben den herrlichen Dom von Münster. Das ist ein großartiges Kunstwerk. Aber wie wollen Sie dessen Materialwert angeben? Sondern das ist nun ein Besitz, den wir haben, der Geld kostet, weil unterhalten werden muss. Apropos Unterhaltung. Für den meisten Gesprächsstoff dürfte der neue Vorsitzende sorgen. Den wählen die Bischöfe am Mittwoch.